Honor. Holly, muss ich doch mal von hinten anfangen mit geöffnetem Gerät, denn Dual-SIM ist ja nun wahrlich selten zu finden hierzulande. Leider Gottes. Und das ist dann auch noch ein Gerät, das 130 Euro aktuell unverbindliche Preisempfehlung kostet. Tendenz fallend. Ihr werdet vielleicht von dieser Aktion auf Facebook gehört haben. Je mehr da liken, desto weiter sinkt der Preis. Also gehe ich mal davon aus, zum Start jetzt so Ende Februar soll der erfolgen. Liegen wir wahrscheinlich so zwischen 110 und 120 Euro. Ja, Dual-SIM. Und hier drüben, man kann es auch unschwer erkennen, auch eine SD-Karten-Slot, das heißt Speicherkarten mit bis zu 32 GB werden hier offiziell unterstützt. Aber ich habe es auch schon mal ausprobiert mit einer SanDisk, 128 GB, überhaupt kein Problem. Also Speicherplatz satt. Ist jetzt keine Garantie für alle Hersteller und so, aber mit den meisten sollte es funktionieren. Ja, und dann für die, die sich fragen sollten, wer zur Hölle ist denn Honor? Dahinter steckt, wie man hier erkennen kann, Huawei. Die haben ganz einfach einen neuen Brand aufgemacht und gesagt, die ganzen, ja, ich sage jetzt mal Billiggeräte oder Mittelklasse, die gehen da rein, weil man sich selbst wahrscheinlich dann mehr auf Luxusgeräte konzentrieren will, vermute ich jetzt mal. Ja, und die haben jetzt eben halt hier die ersten Geräte rausgebracht. Das Holly jetzt mit einer Kapazität, übrigens der Akku, wenn wir hier gerade mal dabei sind, von 2000 mAh. Stunden. Das ist jetzt natürlich nicht gerade gigantisch. Vor allen Dingen, wenn wir das hier mal rumdrehen, ich komme jetzt ein bisschen aufs Display zu sprechen, dass da nämlich eine Diagonale von immerhin 5 Zoll hat, knapp. Also 126 mm genauer genommen. Das ist ein bisschen unterdurchschnittlich. Also 19% die Relation von Akkukapazität zu Displaygröße. Und das Display ist ja, wie gesagt, der hungrigste Stromverbraucher. Also das könnte ein bisschen knapp werden. Kommt natürlich der Test, auch mit der Akkulaufzeit und so weiter. Da müssen wir es mal sehen. Aber klar, irgendwo muss man da Abstriche machen. Qualitativ ist das Display aber absolut in Ordnung, gibt es nichts zu meckern. Das ist IPS, das ist mit, ich habe gemessen, 449 Candela pro Quadratmeter, relativ hell, 18% über Durchschnitt und auch von der Auflösung her 720x1280 Pixel. Da gibt es Samsung-Geräte, die sehr viel teurer sind, ich sage nur A-Reihe, die sehr viel weniger Auflösung bringen. Von daher, man kann es ja auch hier erkennen, absolut in Ordnung von der Darstellungsqualität her für den Preis. Wie gesagt, gibt es nichts zu meckern. Gut, es ist natürlich jetzt irgendwie kein Octa-Core-Prozessor, sondern MediaTek Quad-Core. 1,3 GHz, 4 Kerne, naja, ist auch nicht die Welt. 1 GB RAM, auch nicht allzu üppig, okay, aber naja, kann man, glaube ich, mit leben. Zumal ihr seht es ja hier, das startet alles sehr, sehr flüssig. Da gibt es nichts zu meckern. Erst wenn man so ein paar Apps parallel laufen lässt, Multitasking-Betrieb, naja gut, dann wird es natürlich irgendwann verzögert sich so ein bisschen, dann merkt man das schon, aber Otto Normalnutzer, glaube ich, kommt da sehr gut mit über die Runden. Zumal Kamera, 8 Megapixel, Videos in Full HD, kleine LED hier hinten und Front, naja gut, Fotos 1280x720, naja, auch kein Hit, kann man mit leben. Und was mir auch aufgefallen ist, vielleicht das ganz, ganz kurz, einen Blick nur mal ganz schnell in die Kamera-App, weil das fand ich nämlich auch sehr gelungen, dass wir hier zwei Auslöser haben. Ist ja leider Gottes immer noch keine Selbstverständlichkeit. Bei vielen muss man ja immer noch hier einen Schalter umlegen oder Modus umschalten, zack, und da verliert man halt wertvolle Sekunden, wenn es mal schnell gehen muss. Ja, da kann man dann eben sehr schnell gleich sich entscheiden, Video oder Foto. Das Einzige, was mir jetzt auf den ersten Blick aufgefallen ist, was mir nicht so sehr geschmeckt hat, ist diese drei Tasten hier unten, zurück, Home. Und das ist dann halt entweder für die Einstellung, beziehungsweise wenn man lange gedrückt hält, für den Task Manager, dass die absolut nicht beleuchtet sind. Das Ding ist auch nicht defekt, da gibt es auch keine Einstellung für. Die sind schlicht und ergreifend nicht beleuchtet. Da hat man halt gespart. Gut, man kann es sehr gut erkennen. Ich hoffe, hier auch im Video so. Aber auf der anderen Seite, wenn es jetzt wirklich mal sehr dunkel ist, also wirklich stockfinster, man gar nichts mehr erkennt, dann hat man da natürlich das Problem, dass man gar nicht weiß, wo ist jetzt was. Da muss man sich dann einfach merken, links ist zurück, rechts ist Task Manager. Naja, Home ist immer in der Mitte. Das ist jetzt so schwer, glaube ich, auch nicht. Bei dem Preis kann man, glaube ich, auch da noch ein Auge für zudrücken. Ja, wie sieht es aus mit den Funkverbindungen? Da ist natürlich jetzt relativ Ebbe angesagt. Ich habe kein LTE, kann man auch nicht wirklich erwarten in der Preisklasse.
Kein Dual-Cell HSPA, das heißt maximale Downloadrate ist 21 Megabit pro Sekunde. Allerdings muss man natürlich sagen, erstens, wenn ich die tatsächlich faktisch hätte, wäre ich ja überall glücklich. Und vor allen Dingen gerade die Discount-Tarife, die sind halt oftmals dann auch nur bis 7 Megabit unterstützen die das im Netz. Von daher meistens ist das dann sowieso mit LTE und allem drum und dran Quatsch. Wireless LAN N, ja, aber nicht im 5 GHz-Bereich, sondern halt nur im 2,4 GHz-Bereich. Das ist halt manchmal ein bisschen überfüllt, kann man glaube ich auch noch mitleben. Und kein NFC, da wird wahrscheinlich kein Hahn nachkrähen, denn mal ganz ehrlich, was macht man heutzutage mit NFC? Bluetooth 4.0 ist immerhin an Bord und ja, ein Headset fehlt natürlich auch im Lieferumfang, aber sagen wir mal ehrlich, die haben ja meistens sowieso eine miserable Qualität. Wer jetzt ernsthaft wirklich eins kauft, der hat qualitativ gleichwertig irgendwas für 2,50 Euro wahrscheinlich oder so. Oder wenn es ein bisschen besser will, dann legt man halt mal 50 Euro an, dann ist es ja schon einigermaßen akzeptabel und von daher okay. Ja, last but not least wollte ich noch kurz hier auf die Android-Version 4.4.2 hinweisen. Das heißt also Lollipop 5.0 schon mal gar nicht. Ich hätte ja eigentlich 4.4.4 hier wenigstens erwartet, die, sag ich mal, standardaktuelle Version bei vielen, vielen Geräten, auch in der Luxusklasse, aber 4.4.2 ist halt schon ein bisschen enttäuschend. Auf der anderen Seite, jetzt müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen, weil ich kann mit Android 4.4.2 alles machen, was ich mit 4.4.4 auch machen kann. Es ist halt immer eine Frage der Sicherheit, ob da jetzt wirklich das System wirklich Sicherheitslücken aufweist, die inzwischen geschlossen worden sind. Aber ich würde sowieso immer raten, wer da Bedenken hat, einfach eine Security Suite installieren. Da ist man sowieso deutlich mit im sichereren Bereich, weil ohne die, wenn man ernsthaft da Bedenken hat, geht es ja sowieso nicht, wenn man mal ehrlich ist. Aber auch da Hand aufs Herz, wer macht das tatsächlich? Die meisten meckern ja immer nur, ich habe nicht die aktuellste Android-Version, aber haben nicht mal irgendwie eine Security Suite auf ihrem Smartphone installiert. Das ist ein bisschen schizophren, sage ich jetzt mal vorsichtig. Letzte Anmerkung gilt der Oberfläche hier. Das ist, wie man hier erkennen kann, nicht diese typische Huawei Emotion UI, wie sich das nennt, aber so ein bisschen ähnlich. Also etwas abgespeckt, reduziert hier auch von der Optik. Und vor allen Dingen hat er nicht diesen App-Launcher, das Startmenü. Da wäre sonst hier noch so ein Button in der Mitte. Das fehlt. Wer das jetzt tatsächlich vermissen sollte, der kann sich natürlich auch nachträglich einen der hunderte oder tausende kostenlose App-Launcher aus dem Play Store dann raussaugen und nachträglich installieren, ist jetzt auch kein Problem. Dann kann man beispielsweise sich die Apps hier auch alphabetisch automatisch anzeigen lassen. Das wäre das Einzige, wo man vielleicht hier was vermissen könnte, aber ansonsten, man sieht ja, ich kann hier Ordner anlegen, natürlich alles per Drag and Drop auch verschieben, wie man es kennt, oder auch hier die Startbildschirme entsprechend konfigurieren, neue hinzufügen, verschieben und so weiter. Also das ist natürlich alles da. Tja, das also als erster Eindruck des Honor Holly. Test folgt selbstverständlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abschließend möchte ich euch noch bitten, seid doch noch so freundlich, meinen Kanal zu abonnieren und auch weiter zu empfehlen. Dafür im Voraus schon ganz herzlichen Dank. Macht's gut. Ciao.